In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Zu beherrschen. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut, das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Um die 20 Jahre nach Ishins Kuh stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Shinobi, öffnet eure Augen zum Wohle eures Herrn. Ja, und damit herzliche Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wird doch Zeit, dass das rauskommt. Wir spielen jetzt erstmal Sekiro Shadow Die Twice. Hört mir so ähnlich, würden die es, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall schon mal genug blamiert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht sterben.
Und wir befinden uns in einem Spiel von From Software, kennen wir von Dark Souls, Bloodborne. Dark Souls 1 habe ich auf meinem Kanal ja schon mal gemacht. Die anderen weiß ich noch nicht, ob die, wann die kommen, je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt. Und ja, dieses Spiel ist halt nicht so düster wie Bloodborne, aber düsterer als Dark Souls. Und deswegen habe ich mich drauf gefreut, weil Bloodborne, ich habe es ja zu Hause auf der PlayStation, habe es irgendwie mal versucht zu spielen, aber es ist einfach so düster, dass ich das nicht einfach, ich kann das einfach nicht spielen. Es ist mir unmöglich. Ich komme darauf nicht klar. Jedenfalls nicht, wenn ich einfach so privat spiele, kann ich nicht irgendwie, ja, chillen. Ich kann einfach dabei nicht chillen. Und deswegen nehmen wir jetzt erstmal Sekiro auf und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Und wir wurden gerade wiederbelebt. Die Szene erinnert mich verdammt stark an Dark Souls 1. Wir sammeln erstmal das hier auf. Ein dekorativer Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kurus Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den in Mondblick getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Alles klar, Mädel. So. Wir gehen einfach mal hier lang. Gucken einfach mal, was ist. Wir können schwimmen, was in Dark Souls ja in Bloodborne nicht die Möglichkeit war. Bei Bloodborne bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich hab halt bis zu den ersten drei Bossen, glaube ich, gespielt und dann war es mir einfach zu viel. Okay, da kommen wir jetzt schon gar nicht hoch. Ja gut, schwimmen wir erstmal raus. Können wir so lange einen auf Delfin tun. Okay, wir wollen den Brunnen hoch. Wir haben noch keine Waffe, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ach, wir befinden uns im Tutorial. Seit wann gibt es denn Dark Souls Tutorial? Also, vom Software-Spiel. Habe ich so noch nicht gesehen, oder? Hatten wir ein Tutorial damals in Dark Souls? Weiß es nicht. Weiß ich auf jeden Fall, weiß, dass wir uns verdammt gut umsehen müssen. Ach, hier sind wir wahrscheinlich runtergefahren. Hier war das Mädel ja irgendwo, ne? Vielleicht hat sie noch irgendwas zurückgelassen. Am Baum hier vielleicht. Kann ich irgendwie nur schon zuschlagen? Das ist auch eine Sache, die man normalerweise in Dark Souls und Bloodborne konnte. Man konnte ohne Waffe auch zuschlagen, aber... Nee, ja... Dann müssen wir uns wirklich durchschleichen. Na, schauen wir mal. Das wird schon irgendwie... Hier kommen wir nicht rein. Da sehe ich schon was leuchten. Es fühlt sich auch überhaupt gar nicht an wie ein Spiel von From Software. Es hat auch irgendwie eine andere Engine oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist anders. Auf jeden Fall bewegen wir uns erstmal hier hin. Ich denke mal, diese Blutumrisse um unseren Bildschirm herum bedeuten, dass wir nicht viel Leben haben. Oh, wir können um Ecken gucken. Das ist der Turm wahrscheinlich, ne? Der ist ja im Mondlicht getaucht. Da müssen wir hin. Band loslassen. X. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Alles klar. Danke. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Nichts wollen wir mal sehen. Euch kriege ich noch. Untergrundbewegung. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter dem Boden. Ah, danke für den Hinweis. Wahrscheinlich wäre ich sonst gestorben. Wahrscheinlich versuchte ich, die Treppe hochzugehen. Lauschen? Der Mond strahlt heute Nacht hell auf den Mondblickturm herab. Wahrscheinlich ließ der göttliche Erbe wieder in seinem Licht. Wahrscheinlich. Aber ein Kind einzusperren, mir tut der Junge leid. Mir auch. Aber Genichiro-sama wird seine Gründe haben. Okay, das ist wirklich verdammt leise. Kann man das vielleicht in den... Was? Ausrüstungsmenü? Im Ausrüstungsmenü kannst du deine aktuell ausgerüsteten Schnellobjekte wechseln. Für die 5 Plätze kannst du Schnellobjekte nach Bedarf ausrüsten und wechseln. Alles klar, ich will aber in die Option. Objekte, die du besitzt, kannst du im Inventarmenü ansehen. Wähle die Kategorie mit LTRT. Wir haben eine Heimkehrfigur. Der dekorative Brief.
Was ist das denn? Ein handflächengroßer Holzbuddha, mehrfach anwendbar, im Besitz des Wolfs, seit er von seinem Vater gerettet wurde. Seine Kanten sind vom Gebrauch abgerundet. Dieser Buddha ermöglicht die Heimkehr. Es bringt seinen Nutzen zur Zeit. Es bringt seinen Nutzen zuletzt besuchten Figur des Bildhauers oder zum maroden Tempel. Okay, ich denke mal, das sind irgendwie Save Points. Gucken wir mal. Ich wollte auf jeden Fall Audio. Gibt's hier irgendwie Dialoge auf jeden Fall? Hier so, komm. Hoch. Ist ja ganz klar. Gut. Es muss doch irgendwie für die Dialoge eine Option geben, wie zum Beispiel Lauschdialoge. Dass man die separat lauter stellen könnte. Das wäre geil, aber ich meine, wir können damit leben. Ich will ja nicht zu viel verlangen. Okay. So, wo jetzt hin? Der Junge ist also eingesperrt. Und ich vermute mal, dieser Junge ist unser neuer Herr. Dann gehen wir doch mal dahin. Ich humpel auch so ein bisschen, kann das sein? Das ist richtig krass. Oh, geflasht, gehypt. Das wird lustig, Freunde. Das wird ein schönes Spiel. Hoffe ich zumindest. Wenn ich fünfmal sterbe, ist es dann nicht mehr so toll, aber bis jetzt ist es noch toll. An die Kante hängen, alles klar. Gehen wir doch mal einfach hier entlang. Ich werde versuchen, auf jeden Fall so viel wie möglich zu entdecken hier in diesem Spiel. Einfach weil Entdecken bei From Software Spielen immer einen Vorteil birgt. Ich weiß noch nicht, wie es hier mit den Level-Ups funktioniert. Gibt es das hier überhaupt? Haben sie sich davon distanziert? Aber normalerweise kriegt man das ja erst später, ne? Na, gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ist hier irgendwas? Okay, da kann ich nur entdeckt werden. Ich habe da jemanden gesehen. Klettern wir doch einfach hier hoch. Ah, und schon sind wir im Turm drin. Hallo? Ah. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Also dann? Erhebe dein Haupt. Mein Schwert. Sabimaru. Dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Okay. Oh. Kusabimaru. Alter, Kusabimaru. Man muss sich bemerken, Kusabimaru. Ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfes zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt die Aufgabe eines Shinobi, ist zu töten. Doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay, das heißt, wir leveln höchstwahrscheinlich unsere Waffe nur auf, oder? Kann das sein? Hört sich so an, dass als würde die Waffe mit unseren Taten stärker werden. Hallo, Kleiner. Hast du hier irgendwie noch Loot für mich? Ich bringe mal hier ein bisschen durcheinander, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht, dass du näher aufräumen musst. Immerhin musst du auch was tun. Ah. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnung zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Ja, Sensubohnen, ich sehe schon, das sind Sensubohnen, Freunde. Die kennen wir alle aus Dragon Ball. So.
Das heißt, sobald wir fertig sind mit unserer Mission, hat er wahrscheinlich auch aufgeräumt. Huh? Was war das denn? In die Wand drücken? Warum? Achso, das können wir wahrscheinlich an jeden Wänden machen, okay. So, das haben wir noch nicht durcheinander gebracht, ne? Ja, hier ist auch noch ein bisschen was. Da. So, du wirst Spaß haben, Kleiner. Treuer Wolf, du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Heilende Kürbisflasche. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Kurosama. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke, über dem Burggraben, gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Okay, Schnellobjekte benutzen. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern, je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Schnellobjekt benutzen und durchblättern, alles klaro. Ich glaube, ich muss es erst ausrüsten. Gesperrt, gesperrt, Schnellobjekte. So, und dann packen wir hier noch die Kügelchen hin. Und das war's, das wird reichen. Also, ich fasse zusammen, wir haben eine Flasche, in der Samen drin sind, die anscheinend schwitzen und wir trinken dann Schweiß von Bohnen. Okay. Bohnen. Samen. Okay, ab in den Kampf. Huch, was war das denn? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht sammeln wir die Chi. Alles klar, bereit zum Kämpfen. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Angriff RB, alles klar. Bei durchbrochener Haltung Todesschlag RB, ja, das hört sich einfach an. Aber ich kann mich doch auch anschleichen, oder? Ich bin Shinobi. Schleich mich an, Alter. Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Ja, komm. Er fühlt sich absolut gar nicht an wie Dark Souls. Vielleicht sollte ich auch die Kürbisflasche mal verwenden. Das sieht fast schon wie gewollt aus hier, ne? Wir müssen natürlich... Wir sind fett. Alles untersuchen. Okay. Weiß angestrichene Flächen sind mal wieder Kletterwände höchstwahrscheinlich. Da war der Maler wieder unterwegs und hat uns hilfreich die Wände gestrichen. Gut, von da unten kommen wir ja. Ne? Aber wir schleichen trotzdem weiter. Ich versuche so heimlich wie möglich zu sein. Genau das war übrigens auch der Grund, warum ich mich darauf gefreut habe. Ich schleiche ja sehr gerne, ne? Ihr wisst, ich ziehe Spiele sehr gerne in die Länge, indem ich schleiche. Und hier kann ich dauerschleichen. Guckt's euch an. Und schon ist das Let's Play 10 Folgen länger. Hey. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angreifen einen schnellen Sieg. LB bei feindlichen Treffern parieren. Alles klar. Komm mal her, Junge. Guck mal her. Das muss ich testen. Ja. Ja. Hey, du bist ja gar nicht tot. Alter, brauchen die lang zum Sterben. Ist einfacher, als ich dachte, das ganze Spiel. Hier, guck mal, hier war auch der Maler. Ach, hier sind wir durchgeschlichen, ne? Oder? Ja, stimmt, hier sind wir durchgeschlichen. Das heißt, ich kann wieder zurückschleichen. Wenn du dein Ziel erfasst und
deinen Feind immer vor dir hältst, kannst du viel leichter angreifen, parieren oder andere Kampfaktionen ausführen. Drücke den rechten Bumper zum Ziel erfassen. Okay, und wechseln ist wahrscheinlich durchschalten, alles klar. Aber ich kann jetzt hier zurücklaufen. Dann kann ich den hier zum Beispiel aus dem Hinterhalt töten, ne? Das ist nicht leise. Das ist nicht leise. Ich habe gehofft, wir können das leise machen, aber anscheinend nicht. Töten wir erstmal die Jungs, die mich beleidigt haben, dass ich unnütz bin. Okay, das war einer davon höchstwahrscheinlich. Der andere ist wahrscheinlich schon weg. Noch etwas? Ach, das ist die Flamme. Alles klar. Okay, ich glaube, wir müssen hier nicht mehr schleichen. Die Tür geht schon mal nicht auf. Ich gehe nochmal kurz zurück. Nur für den Fall der Fälle, dass ich etwas übersehen habe. Ich will hier nichts übersehen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir auf Level-Ups verzichten müssen. Also ich sehe da welche. Und das war's, ne? Das heißt rein theoretisch. Sind wir jetzt wieder auf der anderen Seite. Wir müssen zu den Jungs. Ich kann auch einfach auf die Dächer rauf. Ich muss gar nicht mit denen kämpfen. Oh, der hat mich fast gesehen. Okay. Surprise! Ah, scheiße. Okay, okay, ist okay. Oh, schlag doch zu! Richtig! Oh, weißt du was? Hier, komm. Au, oh, 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 oh. Okay. Ich sehe schon, es ist ja ein bisschen problematisch, wenn man entdeckt wird. Alles klar, Jungs. Ich weiß Bescheid, wie man kämpft. Ich will aber nicht kämpfen. Ich könnte mich hier langhangeln, ne? Es gibt hier unendlich viele Wege. Ich könnte versuchen, da raufzukommen. Ich könnte auch einfach versuchen, von da aus zu gehen. Ich glaube, das machen wir mal. Wenn wir von der anderen Seite laufen, müssen wir uns hier nicht stressen. Übrigens, ich habe wieder volles Leben. Das freut mich. So. Ich meine, die sind wahrscheinlich eh zu dumm, um hier lang zu gehen, oder? Aber ich habe ja gehofft, dass wir da hochkommen. Da ist ein Baum. Alles klar. Ihr habt mich nicht gesehen. Okay, okay. Ich sehe schon. Zack, so viel zu dir. Oh, okay. Okay, okay. Mit ein bisschen Übung kriegt man das easy hin. Ja, komm. Komm, komm, kämpf gegen mich. Ein bisschen Übung kriegt man das hin. Wir haben aber nur eine Flasche. Also momentan. Später haben wir höchstwahrscheinlich noch mehr. Oh, ein Anführer. Okay, nicht der schlauste Anführer. Einen Konterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Dabei fügst du der Haltung Schaden zu und der Feind hat keine Zeit, sich zu erholen. LB, wenn Angriff trifft, parieren. Okay. Nach dem Parieren Konterhieb. Ja, habe ich doch die ganze Zeit schon gemacht. Und ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist. Okay. Jetzt nochmal von hinten schön ein. Was? Todesschlag gegen starke Feinde. Manche starke Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreissymbolen über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Ich greife dich doch jetzt nicht an. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist. Oh. War einfacher als gedacht. Kügelchen! Kennen wir das nicht schon? Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein Geheimnisverfahren, bla bla. Okay, aufgezeichnet zu folgen wird das. Das haben wir doch schon gelesen. Okay, das heißt, der Text wird immer eingeblendet. Ich muss auf jeden Fall gleich mal nach der Musik gucken. Die hörte sich in meinen Ohren schon ziemlich laut an. Ich, weißt du was?
Ich stelle es jetzt einfach mal ein bisschen leiser. Es sollte nicht zu leise sein, ne? So. Huch! Aha. Ach stimmt, man kann bestimmt auch laufen, ne? Ja, man kann... Aber das werde ich nie einsetzen. So, Mr. Anführer, du warst jetzt nicht der Stärkste. Hier kann ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Hä? Ich weiß nicht, ob das so schlau wäre, da jetzt lang zu gehen. Was ist denn? Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Ashina fällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Okay, die wirft man Gegnern ins Gesicht, damit sie quasi geblendet sind. Schauen wir doch mal, ob wir das öffnen können. Ah, das war klar, von dieser Seite aus nicht geöffnet. Okay. Ja gut. Ich würde sagen, ich werde gleich in Folge die nächste Folge aufnehmen. Ich freue mich drauf. Alter, das Spiel ist klasse. Ich freue mich richtig drauf. Alter. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.